Der Monat Oktober ist auch der Monat, an dem die Weltmission in besonderer Weise in den Blickpunkt gerückt wird. Kirche ist von Anfang an missionarisch. Sie will den Glauben ausbreiten, den sie empfangen hat. Und dazu muss sie aber die Kulturen, in denen sie sich dann bewegt, wo sie hingeht, wo sie hingesandt wird, muss sie diese Kulturen auch kennen. Sie muss sie so gut kennen, dass sie weiß, wo man entsprechende Punkte findet, wo man anknüpfen kann. Diese Anknüpfungspunkte müssen bekannt sein. Das nennt man dann in der Theologie Inkulturation. Das heißt, die Kirche muss sich immer inkulturieren, in die jeweilige Kultur einfügen. Und das muss in der Weise geschehen, dass eben eine Verbindung zwischen Glaube und Kultur stattfinden kann. Die heutige Kultur ist wesentlich wissenschaftlich geprägt. In unserer Kultur ist die Wissenschaft das entscheidende Leitmedium, die Naturwissenschaft, die Leitwissenschaft, und danach richtet sich alles, und deshalb muss sich auch die Mission entsprechend ausrichten. Sie muss ihre Theologie auf das Niveau der Zeit bringen, sie muss wissenschaftlich argumentieren können und sie darf nicht fundamentalistisch sein. Fundamentalistisch ist, wenn man die Bibel wörtlich versteht, ohne den Hintergrund, ohne die ganzen Zusammenhänge zu verstehen. In Amerika gibt es ja die Bewegung der Kreationisten, die Schöpfung in 6 Tagen wörtlich nehmen, in dem Sinne, dass jetzt die Welt 6000 Jahre alt ist. Es gibt eine Arche Noah, die man betreten kann, eine Art Museum, wo man auch 50 Euro oder 50 Dollar Eintritt zahlen muss, um dann zu sehen, wie da die ganzen Tiere in der Arche eingelagert worden sind, um letztendlich die Schöpfung zu retten. Und das alles ist auf Deutsch gesagt Bullshit. Das ist deshalb Bullshit, weil die Arche etwas ganz anderes bedeutet. Sie wird dann im geistigen Verständnis als Sinnbild der Kirche verstanden. Die Kirche selber ist die Arche, die rettende Arche, die in der Sintflut, in der Taufe die Menschheit rettet. Und die, die in der Arche sind, das sind 8 Leute, Noah und seine 3 Söhne und die 4 Frauen. Und diese Achtzahl bedeutet eben, dass es über die 7 Zahl der Schöpfung, über die 7 Tage hinausgeht, auf die Ewigkeit hin, auf den ewigen 8. Tag. Und dieser ewige 8. Tag ist dann auch der Tag der Auferstehung Jesu. Also in diesem Sinne ist die Bibel immer geistig zu verstehen, und es reicht nicht, auch sie nur wissenschaftlich, historisch, kritisch auszulegen, sondern sie muss geistig verstanden werden, in dem Geist, in dem sie auch geschrieben wurde.